Moin Leute, willkommen zurück zu Uncharted, the Nave. Ne, wir sind gar nicht in der Nave Drake Edition. Uncharted 4, A Thief's End. Wir sind hier mit Sam unten im Weinkeller und wir müssen irgendwie das Licht ausmachen. Hier durch? Sieht nicht so aus. Hier das. Zugang hinter den Fässern. Ja, Das ist einen ein Moment. sehr seltener Jagdjäger. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. Ah, geht's hier weiter? Das Fass müssen wir auch bewegen. Ist nur die Frage, wie. Okay, das ist natürlich praktisch hier. So, jetzt können wir hier rechts und hier links. Und hier. So. Ja, ohne Licht ist es wirklich hier ganz schön dunkel. Jetzt hier und hier. So. Oh. Welche Lüftung? Die Lüftung. Okay. Und jetzt? Hoch, nicht wahr? So, machen wir jetzt mal auf. Müssen aber leise sein hier oben drin. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Un parrucchino in quella roba sul naso. Portali a sciacquatore dei piatti. Tanto non capire. Sai che questa gente non piace aspettare. Ok. Prendi una bottiglia da 3 euro. E andiamo. Okay, da unten sind die, da unten ist die Küche. Da sehen wir nichts. So, hier müssen wir wohl lang. Wo ist eigentlich Sam? Ah, hier jetzt durch. Oder wie? Okay, oh, wir können endlich wieder normal stehen. Was ist da oben los? Oh, da sind die zu bewaffneten Typen. Ob die zu dem Sicherheitsservice dieser Frau gehören? Wahrscheinlich nicht. So, komm, mach auf. Ja, okay. Oh, wir sind draußen. Komm, schnell. Nee, keine Zeit verlieren. Das sollten wir auch aufkriegen. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Ein Mobilfunkmast. Ich würde ja sagen, hier irgendwie hoch. Da wird uns irgendwas angezeigt. Okay. Sam, da oben. Ich helf dir hoch. Komm, Sam. Okay. Gut, dass lass du runter. Bist.
So. Kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zur Maschine. Wie sieht's aus? Sally? Bist du da? Du hast bestimmt keinen Empfang. Geht's ihm gut? Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Ah, was haben wir denn hier? Hier. Können wir damit an ein Fenster runter zur Küche. Gute Idee. Okay. Okay, komm. So. Ich lass auch die Leiter runter. Hast du's? Oh. Vorsicht. Buonasera. Ma che sta facendo? Bam. Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Wohnschädeln in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon da rein, möchte sie nicht dingsen. Ist auch nicht ein bisschen riskant. Okay, ab in den Maschinenraum. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Ist klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Oh. Sam, bist du da? Sam? Oh, verdammt. Sally? Toll. Die Verbindung ist wohl komplett abgeschmiert. Dann müssen wir das wohl allein regeln, nicht wahr? Okay, aber das kriegen wir ja hin. Wir sind ja nicht umsonst ein Nathan Drake. Nicht wahr? Oh, verdammt. Ich hoffe, dass das nicht allzu laut war. Da, oh Mist. Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Oh, sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein, dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Mhm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Mhm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Kennen wir den? Wie geht's dir? Rafe. Anscheinend. Ach, Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen. Die und was nur... wäre das? Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ah. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Ich verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intersiertes Holzkruzifix aus dem Kartnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Rafe.
Du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate? Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Da steckt er. Okay, das ist alles nicht gut. Die werden auch dann sauer sein und uns angreifen. Aber warte mal. Warte mal. Hier rüber. Und jetzt so. Ich meine, Söldnerarmee gegen einen zu haben, wäre wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber naja. Aber was soll's. So. Warte mal, hier müssen wir, glaube ich, hin, oder? Ich glaube, es ist egal, wo wir hingehen. Oder auch nicht, ne? So. So, hier. 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 So, da unten sind Typen. Ach, den kriegen wir outgenockt. Oder sind es mehrere? Komm, den müssen wir ausnocken. Wenn nicht jetzt, wann dann? Sag ich immer. Wenn nicht jetzt, wann dann? Na bitte, wo zum Henker sind diese Schutzschalter? Okay. Ah, großartig. Ja, komm, locken wir den noch aus. Sally, seid ihr da? Gottverdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. Ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Ja, womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Vertrau mir. Zum Ersten. Zum Zweiten. Ach, was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Komm nochmal. Ja, sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot. Keine Sorge. Du bist im Nu da raus. Ja, hoffe ich mal. Oh. Komm, wir müssen ihn noch einmal ausnocken da draußen. Hier? Okay. Komm, mach auf das Teil. Mach auf das Teil. So, und abschalten. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Komm, jeder kommt jetzt noch mehr.
und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Komm jetzt, Sam. Es ist weg. Ja, so sieht's aus. Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Paris. Gut. Puh. Alter. Sag, dass du das Kreuz hast. Der Heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt. Die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich okay. Jetzt schnell. Oder so. Oh, verdammt. Komm. Nein. 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 Komm, geh rüber. Geh doch rüber. Oder auch nicht, ne? Oder auch nicht. So. Das ist alles, ja. Oh. Können wir ihn ausnocken? Komm, sag mir, dass wir ihn ausnocken können. Jawohl. Tschüss. Ist gut, dass die nicht immer jetzt direkt feuern. Nein. Halt, halt, nicht schießen! Ich hab mich verlaufen! Ach, verdammt! Hey, was ist los? Das ist alles... Ich wollte ja Waffen mitnehmen. Das ist alles super auf dich mal hier. Ist ja alles super auf dich mal hier. Das sollte ich mich auch hier noch sehen. Oh. Ups. Na gut, jetzt können wir immerhin vielleicht da starten, wo wir nicht gesehen worden sind. Oder? Alter Falter, müssen wir aufpassen. So. So, Kollege. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Alter Vater. Ich weiß nicht, ob wir uns mit denen hätten anlegen sollen. Aber naja. Aber es geht darum, dass Sam lebt, nicht wahr? Nein, komm, mach jetzt keine Faxen. Bitte, danke. So. Rein. Ja, aber... Wenn dann schallgedämpft, bitte. Okay, wo genau müssen wir überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Oh, verdammt. Nein. Huch. Alter Falter, müssen wir ja aufpassen. So. Ich warte hier einfach. Weil hier werden die mich ja wohl nicht sehen. Ah. Ja. Was ein Glück.
Huh. Alter. So. Jetzt aber hier hoch. Ganz schön schwierig, das alles. Ja, nach oben und umschauen. Klingt jetzt erstmal einfach. Ist es aber nicht. Sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. So, signore. Dankeschön. Bin unterwegs. Schaffen wir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Was ist hier los? Wäre noch irgendein Auto gehört. Ist das der Fluchtwagen? Alter, was macht der Typ da vorne? Alter Falter, ist das schwierig? Was will man erwarten, wenn man irgendwas von so einer Auktion klaut? Da müssen wir also hin. Okay. Ich meine, einfach ist das nicht gerade, nicht wahr? Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Oh, scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Ich hab dort nicht. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja! Hey Kollege, wir haben nichts. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Sonst würde ich gar nichts, Alter. Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Ja. Netter Versuch. Der war geschenkt. Hallo, oh. Ach komm, das ist doch alles hier. Ich glaube, die ist deutlich besser als wir. Wir haben das nicht. Okay, Moment. Ich habe ein schönes Astrolabium zu Hause kaum benutzt. Ich mache Ihnen einen fairen Preis. Ich habe eine bessere Idee. Oh shit. Ah. Ich hab noch etwas Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Das ist alles belastend. Alter, die rasiert uns ja komplett. Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Wissen Sie, Sie zerstören viele teure Sachen hier drin. Wenn Sie nicht aufpassen, werfen wir uns raus. Oh shit. Alter, WTF. Ha! Sie weiß gleich nicht, dass wir überlebt haben. Aber. Ich hab deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Das ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Wir beeilen uns. Frage. Und du? Am Ball sei. Such nach diesem runden Schild.
liegt auf dem Weg. Bundesschild, okay. Gute Nachricht. Ich hab eine Knarre. Bis gleich. Rundes Schild. Rundes Schild. Das runde Schild ist doch hier. Oder wie? Oder was? Oder auch nicht. Ne? Oh, ja, moin. Da ist das Runde, als ob das keiner gehört hat. Komm. Komm. Nathan! Fang! Halt, was? So, jetzt geht's ab, Alter. Gut gemacht. So. Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ich häng auch nur so rum. Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Die Einfahrt Richtung Balsam. Okay, bis gleich. Einfach in der Einfahrt Richtung Pfizer, okay. Victor, ich sitze hier fest. Eine Idee? Wie du die Butana. Der schnellste Weg führt durch den Balsam. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Okay. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Balsam. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Kommen wir hier runter? Überleben wir das? Sieht nicht so aus. Okay. Naja. Was soll's? Ne. Chavellaria, Alter, was labert der? Oh. Oh nein, das ist alles gar nicht gut. Das würde ich mal sagen. Alles ja nicht gut. Als ob die uns noch nicht gehört haben, Alter. So. Hallo. So. Ich habe ein Achievement bekommen, heimlich still und leise. Das ist doch schön. Er hat gesagt, eine Trophäe, aber kommt auf selber hinaus. Ist die Frage, wo genau soll ich jetzt hin? Verdammt. Verdammte Axt. Naja. So. Ach, das ist doch belastend. Jetzt haben die mich auch gesehen, aber naja. Den haben wir hier. Headshot down oder wie? Oh. Oh nein. Nein, 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 nein. Alles gar nicht gut. Munition kann ich gut gebrauchen, muss ich auch mal sagen. Oh, wer kommt denn hier? Kommt denn hier? Haha. Nehme ich die Fossa? Alter, ich nehme jetzt die Fossa. So, du kannst auch gleich hier kommen, ne? Habe ich auch noch gar nichts gegen. Oh nein. Das war ein Fehler. Oder auch nicht. Okay, wo genau muss ich überhaupt hin?
Hier fahren die Autos nacheinander weg. Komm ich wage es. Nichts da, Kollege. Nichts da, Kollege. So. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folge noch mache, aber das. Komm, das müssen wir auch jetzt noch machen hier. Das müssen wir machen. Wo sind die denn? Oh. Wofür ist das jetzt? Um hier oben hinzukommen, oder wie? Oh. Alles so mehr oder weniger suboptimal hier. So. Ich bin im Gras. So, Para kann ich auch nehmen. Warum nicht, ne? Ach, warum nicht, ne? So. Kumpel, Kollege oder auch wie auch immer. Können wir den mit dem gezielten... Ja, es war so halb leise, würde ich sagen. Oh, das müssen wir noch ein bisschen schieben. Aber es hat immerhin gereicht. Leider haben wir kein Schalldämpfer drauf. Muss man ja sagen. Dieses Anwesen ist aber auch groß. Das ist aber auch groß. Oh. Gut, ne? Hätte ich auch so hier hochkommen können. Ja, wusste ich ja nicht. Ne? Das wusste ich ja nicht. Ich glaube, ich hätte ja in die andere Richtung gehen müssen, oder? Sieht fast so aus. Oh, was haben wir hier? Oh, das sieht doch... Oh, verlassen aus. Alter, einfach Spider-Man. Oh. Das passt ja, ne? Ich zeig dir gleich mal, wie es geht, Alter. Wir haben ja noch lange nicht den Schatz, ne? Scheiße, und was jetzt? Komm zum Brunnen vor dem Ballsaal, ich warte dort. Okay, los. Einen Moment. Komm. Oh. Oh. Tja. Oh, das ist alles ganz belastend. Das ist alles ganz belastend. Ja, die Leute, die hier wohnen, freuen sich auf jeden Fall. Wenn hier überhaupt Leute wohnen. Wahrscheinlich ist das nur ein Anwesen, das wirklich dafür konzipiert wurde. Für so Auktionen. So, kommen wir nochmal raus. Ach, dann schieße ich eben auf deine Füße. Oh, keine Emotionen. Oh. Alles super optimal hier, muss ich mal sagen. Oh, oh, endlich. Okay. Und das können wir doch auch so machen. Nein. Oh. Hallo. Die Zeit weg. Also, ich habe oh.
ist schon down. Oh. Oh, verdammt. Das ist suboptimal, würde ich sagen. Suboptimal. So, hier ist doch ein guter Ort. Oh. Da bist du. Kollege. Verdammt, Sam, halt die doch mal hier weg. Nein, 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 nein. Nein. Okay, 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 okay. Na mal weg, ne? Alter, Vater. Muss jetzt genau auf die andere Seite kommen. Weißt du was, da hilft nur. Da hilft. Oh. Oh. Komm, rein. Hauptsache rein, Alter. Jawohl, Sully, Alter. Schnell weg hier. Können wir noch so hinten aus dem Auto rausschießen oder so? Funktioniert wohl nicht. Oh. Nice. Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Du doch nicht. Was? Ist da nichts drin? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odia mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist auch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir? Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust dir einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Hm. Rafe ist involviert und Ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm, super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey, ich bin's ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war.
Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja. Mach ich. Okay. Ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja. Ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland diese Jahreszeit ganz toll sein. Ab nach Schottland, nicht wahr? Oh, das sieht wirklich schön aus. Ja. Ray will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Oder bomben die da irgendwas zu? Auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja. Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Wart mal einen Teil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Ja, bis später. Ja. Also. Bring mir was Schönes, Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Ja, wie Sully schon sagte, bis später. Und zwar bis morgen wahrscheinlich, bis das nächste Video kommt. Also, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.